Ja, Freunde, da bin ich wieder. Heute geht es um den zweiten Teil von Notvorrat und alles Mögliche, was man dazu braucht. Sollte vielleicht ein Blackout sein, das hat man jetzt gerade gesehen. Das ist ein bisschen stimmig halt draußen. Lockdown, Krise, Hochwasser, alles was passieren könnte und dann mit einem Dings, mit einem riesen Stromausfall, da brauchst du natürlich Sachen dazu, mit denen du dann überleben kannst. In dem ersten Teil habe ich gezeigt die ganzen Lebensmittel und heute geht es um die anderen Gegenstände, so wie was weiß ich, Kochgeschirr, Gas, Kerzen, alles drum und dran. Und wenn du das sehen willst, bleibst du dabei, dann werde ich ein bisschen was sagen. Okay? Also Freunde, das Wichtigste glaube ich ist, außer Lebensmittel, Wasser, natürlich auch die Zubereitung vom Wasser, von warmen Speisen und so. Und da habe ich mir einen Kocher gekauft, einen Gaskocher. Das kann ich dann kurz damit sagen. Das fällt alles runter. Das ist. Danke. Ja, halt fällt alles runter. Ein normaler Gaskocher mit langen Gaskartuschen. Und mit dem können wir Wasser warm machen, mit dem können wir Kaffee kochen und alles drum und dran. Für kleinere Sachen haben wir auch natürlich. Ein kleiner Gaskocher, mit dem können wir eigentlich relativ gut kleine Speisen zubereiten oder so wie ein Kaffee, das ist glaube ich das Wichtigste für uns alle. Da gibt es natürlich dann die Gaskartuschen dazu. Das sind die klassischen. Die kosten auch so 1,80 Euro, 2 Euro, die werden halt auch immer teurer. Und für den großen Kocher, da wo ich zwei davon habe, als besser zwei wie einer mit den Gaskartuschen. Da habe ich einige da. Vom Kempler bis zum Imex. Das sind die Sachen. Dann natürlich, was man dazu braucht, das ist ein Rauch- und Gasmelder. Ohne dem sollte man das nicht machen. Dann natürlich ein paar so Anzündhilfen, wenn man was draußen machen möchte. So ein Anzünder. Dann ein bisschen Zippo, Benzin. Dann natürlich da habe ich natürlich ein paar Kerzen vorbereitet, weil wenn man keinen Strom hat, logischerweise, braucht man eine Kerzen. Ich habe mir das selber gemacht. Oder dann natürlich Teelichter. Auch immer wieder sehr empfehlenswert. Dann ein paar Knicklichter, was wir noch dazu haben. Und dann kommen halt natürlich mal Sachen, so wie Lampen und alles drum und dran. Da habe ich so Eisenbahnlampen mit rotem und weißem Licht. Das ist natürlich schon auf LED-Basis. Dann logischerweise Stirnlampen, andere Stirnlampen, dann ein bisschen eine Batterien, die braucht man natürlich wieder. Ohne den geht natürlich nichts, oder sonst sind sie halt aufladbar, wieder so eine Glankerzen. Dann ein paar so Handlampen von Led Lancer, auch etwas Chinesisches. Ist ja auch wurscht heutzutage. Dann habe ich solche kleinen Lamperl. Die ist leider Gottes schon aus. Die geht. Und die ist natürlich auch sehr interessant. Wenn man die rüber, Dings mit einem Magneten, kann man die überall natürlich befestigen. Dann haben wir immer ein bisschen Licht. Ja. Dann Ersatzbatterien. Und natürlich, ich habe da, seht ihr, 8 Zigaretten da, weil
im Notfall. Haben wir keinen Tabakladen offen oder was, dann brauchst du natürlich auch keine Zigaretten dazu. Wenn du stark rauchen bist wie ihn. Ja, dann das nächste. Da haben wir ein paar so, wie sagt man da, so Medikamente. Wenn du Kopfweh hast oder irgendwelche Schmerzen, dann gibt es da bei uns in Italien den Oki oder den Aulin. Dann ein paar so Sachen wie Acqua Ossigenata, ein bisschen eine Pflegemittel. Dann natürlich Verbandskosten, habe ich den großen da. Auch die kleinen, die sind auch für Buschkraft und Survival gedacht. Da habe ich drei davon. Dann, was habe ich nur da? Verbandszeug, das sind die Verbandszeug, was man natürlich noch dazu braucht. Oder ein Tourniquet, wenn irgendwas passieren sollte, dass man da vom Arm oder vom Fuß was abbinden muss, wegen einer Verblutung und so. Dann, was haben wir noch? Ja, ein bisschen Kochgeschirr. Dann habe ich mir verschiedene Typen von Lampen gekauft. Von, was weiß ich, die, wo man überall benutzen kann. Dann die Kennzeit, die, was sie dann selber einschalten und so. Die meisten sind alle eigentlich aufgeladen. Zum Beispiel auch die Campinglampen. Das ist nur mal so eine Stirnlampen, dann so eine kleine Campinglampen mit Rotlicht, Weißlicht. Das ist natürlich alles natürlich chinesisches Zeug, wollte ich sagen. Aber für Notfall tut es. Da sind einige da. Dann haben wir natürlich ein Radio, batteriebetrieben oder sonst ein Emergency Radio. Das heißt, das kann man natürlich so betreiben. Das hat da ein paar Funktionen. Das muss ich jetzt selber wieder nachschauen. Ein bisschen Licht so. Dann eine Lampe. Dann hat es ein Radio natürlich. Und das, was schön ist an dem, ihr habt hinten eine Kurbel und könnt euch damit das Radio aufladen. Oder er hat auch da hinten so eine Buchsen, wo man das so sieht, wo man natürlich auch ein Handy aufladen könnte oder ein Funkgerät. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach ein sehr gutes Produkt. Gibt es natürlich mit Dings die Anleitungen dazu, Kabel, das nötige Kabel dazu. Das ist einmal dann wieder was. Gehen wir wieder rein. Was haben wir da noch? Im Notfall ein Handfunkgerät. Das ist ein bisschen ein besseres. Und das natürlich muss man natürlich auch aufladen. Da habe ich natürlich ein paar so Powerbanks dazu. Mit, was weiß ich, 10.000 Watt, 20.000 und 30.000. Ja, dann ein bisschen ein Notkochgeschirr mit Essbesteck. Was habe ich da nur da? Feuerstahl in verschiedenen Ausführungen. Ein Wasserfilter mit einem Zusatzbeutel, wenn wir draußen sind irgendwo. Das, was sie nicht trinken könnten. Dann habe ich so kleine Kochgelegenheiten, die was ich mir selbst gemacht habe. Die sind dann so in die Dosen verpackt bei mir. Und das ist Sägespäne mit Wachs getränkt. Mit denen kann ich mir einen Kaffee vorbereiten. Und ja, kleine Sachen kochen und was aufbereiten und so. Was ist da noch da? Was man eigentlich noch dazu braucht. Ja, Kochgeschirr, wie ich gesagt habe,
wenn man natürlich das Problem hat, wir haben keinen Strom, wir haben nichts, dann habe ich natürlich auch, wie man das so sieht, Plastik-Essbesteck, Plastikteller und ja, alles, was ein Plastik- und Wegwerfprodukt ist, weil man natürlich dann nichts waschen kann damit. Ne? Ja, das wird so nicht rennen. Und jetzt muss ich die Kamera umstellen, Leidl. Ich hoffe, ihr seht alles. Da habe ich natürlich so Notjacken, wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? So Notdecken. Dann natürlich, wenn man keinen Strom haben sollte, das sage ich, auch ein Solarpanel mit, glaube ich, 40 Watt. Ist auch nicht schlecht. Dann, das ist natürlich ein bisschen das, was man nicht so oft braucht. Das ist eine Leuchtfackel. Die dauert ungefähr 8 Minuten. Das ist ein riesen Pumpengerät. Die habe ich natürlich auch in klein. Alles mit rotem Licht natürlich. Die schauen so aus. Und das sind natürlich die großen Brocken dazu. Was haben wir da noch? Ja, Filter für Gasmasken. Da habe ich zum Beispiel, verschiedene Gasmasken, von der Voll bis zu einer kleinen, mit Filter dazu. Ja, das steht mir zu. Dann habe ich mir natürlich auch so eine Wasserbehälter zugelegt. Das sind 20 und 30 Liter. Die haben da so einen so einen kleinen Wasserhahn, das füllst du mit Wasser auf da und dann steckst du es rein und dann kannst du es wie ein Wein, kannst du es dann natürlich das Wasser, wie sagt man das so schön, trinken, dann irgendwo in ein Ding schöner Gefäß einfüllen. Da sind einiges von den Säcke da, wenn wir kein Wasser haben sollten. Auch so einen kleinen 10 Liter Wasserkanister habe ich da besorgt. Dann könnt ihr immer das leiden. Tut mir leid, dass ich da irgendwie den Rücken da stehe. Ein paar so Abschlepp- und Befestigungsdinger. Dann habe ich einiges an MLG-Pack da, Schlafdecken in Aluminium, das kennt ihr ja alles. Was haben wir da noch? Ja, Klopapier, Müllsäcke, dann ein paar Ersatzbatterien groß, dann Schutzanzüge. Klopapier habe ich ja schon gesagt. Ja, und dann haben wir auch noch eine Petroleumlampe, die braucht man natürlich, wenn einmal die ganzen Batterien und das ganze Zeug aus ist. Ich hoffe, dass man es natürlich nicht braucht, aber das sind Sachen, was ich schon bei mir drin habe. Jetzt gehen wir wieder rauf, sonst seht ihr mich nicht. Das sind schon Sachen, die was man haben sollte. Das ist für mich jetzt einmal der Anfang, da fehlen nur einige Sachen von den Produkten, was ich da habe. Mit denen kann man schon sagen, kommt man mal so ein bis zwei Monate raus. Und ja, kommen einige Sachen sicherlich dazu. Aber das, was ich von Dings von grundlegend, was man braucht zum Kochen, Licht und ja, Verbandskosten und Medikamente, das ist, was man eigentlich eh braucht. Und das sollte alles da sein. Und natürlich die Stromgewinnung. Ich habe da natürlich ein Dings,
das zeige ich nachher ganz kurz, einen Stromgenerator und drei Benzinkanister mit 20 Liter. Die sollten jetzt heißen, dass ich das ganze Haus mit dem betreiben will. Der hat da 4,5 Kilowatt, ist nicht wenig. Den brauche ich dazu, das was er sieht, dass ich meine ganzen Sachen aufladen könnte, wann es sein sollte. Und was weiß ich, vielleicht auch was zum Kochen oder was, ich weiß nicht. Aber es kostet natürlich ein Heidengeld. Kann ich eigentlich abraten. Wenn ihr so kleine Sachen habt, Dings, Solarpanel, das könnte vielleicht möglich sein, wenn die Sonne da ist. Und im Notfall habe ich halt meinen Stromgenerator. Und das Wichtigste natürlich auch, immer wieder Leute, einen Feuerlöscher. Den braucht man immer wieder. Da fällt mir natürlich noch die Löschdecken und das ganze Zeug. Und da ist halt einige Sachen zum Kaufen, aber wollte ich eigentlich das heute mal sagen, was ich so drin habe in meinem Schrank. Das ist der zweite Schrank, jetzt kommt da noch der dritte und der vierte. Und das ist halt der zweite Teil gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gesehen. Es ist halt viel da und es ist ein bisschen schwieriger zum Erklären und so. Aber ich hoffe, dass ich euch das mehr oder weniger alles erklärt habe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir einen Daumen hoch, bitte schreibt es euch auf meinen Kanal. Was eigentlich, wie gesagt, jetzt geht es um Prepper, Survival, MRG, da ist alles drin. Und ein bisschen Buschkraft und Survival, es ist eigentlich alles drin. Wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, lasst mir einen Daumen hoch, würde mich freuen. Und wir sehen uns beim dritten Teil, das wird dann allerdings der Teil von Buschkraft und Rucksäcke und Outdoor-Bekleidung und alles drum und dran, was du brauchst, wenn du raus müsstest, mit einem Ding, mit einem Fluchtrucksack, und das wird dann der dritte Teil werden. Und das war halt der zweite, mit den ganzen Gebrauchsgegenständen, was du eigentlich brauchst zum Überleben. Okay? Dann wünsche ich was, bis zum nächsten Mal. Euer Survival Hans und gute Nacht.